Hey ho Leute und herzlich willkommen zu meinem Monatsrückblick für den Oktober. Obwohl im Oktober relativ viel los war mit Buchmesse und so weiter, habe ich doch ein paar Bücher geschafft und auch ein paar Mangas. Und das erzähle ich euch jetzt. Als erstes habe ich gelesen Die Auserwählten in der Brandwüste von James Dashner. Das ist der zweite Teil von Die Auserwählten bzw. The Maze Runner und auf Englisch heißt er The Scorch Trials. Und ja, da ist ja jetzt auch der Film ins Kino gekommen. Aber ich habe das Buch erstmal gelesen, bevor ich den Film gesehen habe, weil ich das unbedingt erledigen wollte. Und ich hatte nämlich ganz spontan entschieden, an einem Donnerstag oder so am Samstag mit einer Freundin ins Kino zu gehen. Und dann habe ich mir dieses Buch hier innerhalb von 2 Tagen noch ganz schnell reingezogen. Und ich fand das Buch auch richtig gut. Ich bin super, super gut reingekommen, obwohl ich den ersten Teil Ende 2012 gelesen habe. Also das ist schon ewig her. Aber ich kam richtig, richtig gut rein. Mir hat das richtig gut gefallen, es war spannend, es war alles. Ich habe das Buch einfach richtig schnell auch gelesen und es hat mir richtig Spaß gemacht. Es hat 4 Sterne bekommen, weil es mich letztendlich nicht so mega umgehauen hat, aber ich fand es echt cool. Und vor allem war es teilweise einfach echt heftig und sehr, sehr brutal, was ich gar nicht erwartet hätte, aber total cool fand irgendwie. Ja, und dann habe ich ja noch den Film gesehen, da erzähle ich jetzt einfach auch ganz schnell was zu. Und zwar habe ich den Film gesehen und fand ihn auch echt cool. Aber dieser Film hat ja mal gar nichts mit dem Buch zu tun. Also wirklich, die Charaktere haben dieselben Namen. Aber sonst hat der Film nichts mit dem Buch zu tun. Das war total verrückt und ich war die ganze Zeit voll verwirrt und dachte, vielleicht kommt ja noch mal irgendwas, was ich kenne. Aber nein. Und ich hatte eine Freundin neben mir im Kino sitzen und die meinte die ganze Zeit, Laura, ist das im Buch? Ist das im Buch? Ist das im Buch? Und ich so, nein, nein, das ist alles nicht im Buch. Gar nichts hier ist im Buch, außer die Charaktere. Ich fand beides super, super cool. Der Film war einfach mega gut gemacht. Das fand ich richtig cool. Und ich bin total gespannt, wie die jetzt den dritten Teil umsetzen werden, weil das ja irgendwie jetzt total die andere Ausgangssituation ist für den dritten Teil. Ich bin gespannt. Dann habe ich Nacht ohne Sterne von Gesa Schwarz gelesen und dazu habe ich auch eine Rezension gemacht. Die verlinke ich euch in der Infobox. Ja, und dieses Buch hat von mir 3 Sterne. Bekommen. Es ist ein Fantasy-Roman, in dem es um ein Mädchen geht, was ein Halblichtelf ist quasi und ihre Magie erwacht und sie wusste nicht, dass sie Magie hatte und ja, sie geht dann wegen ein paar Umstände in die Elfenwelt quasi und erlebt da Abenteuer. Jetzt ist das mal grob angerissen. Irgendwie hört sich das gerade ganz falsch an, aber ja. Ja, das Buch hat von mir 3 Sterne bekommen. Der Schreibstil der Autorin ist wirklich sehr eigen. Also er ist halt super verträumt und sie schweift ab und umschreibt alles noch 300 Mal super, super verschnörkelt und träumerisch und so. Und damit bin ich einfach nicht klargekommen. Also ich mag ja schon solche auch irgendwie leicht poetischen Schreibstile, sowas wie Nina Blajon lese ich ja gerne. Aber das hier war wirklich eine Schippe zu viel. Ja, und die Geschichte fand ich mittendrin total cool. So, ich bin super schlecht reingekommen. Ich fand die Mitte richtig cool, aber zum Ende hin ging es dann auch wieder bergab. Ja, deswegen 3 Sterne, weil ich doch mittendrin echt Spaß hatte an dem Buch, aber Anfang und Ende irgendwie nicht so meins waren und der Schreibstil, ja, mich irgendwie so, also durch den Schreibstil habe ich einfach keine richtige Verbindung aufbauen können. Das war schade. Dann habe ich das neue Buch von Nina Blajon gelesen und zwar Der Winter der schwarzen Rosen. Und das Buch hat von mir auch nur 3 Sterne bekommen, leider. Ich fand das Buch echt toll. Ihr Schreibstil ist wie immer wunderbar. Das sage ich jedes Mal, wenn ich eins ihrer Bücher in die Kamera halte. Und die Geschichte hat mir auch wirklich gut gefallen, aber sie ging für mich, also ich kam einfach selbst sehr schleppend vorwärts und ich hatte irgendwie das Gefühl, nichts zu schaffen. Aber es passiert unheimlich viel. Aber ich finde, es dauert auch seine Zeit, bis dieses Buch in Fahrt kommt. Ja, und dann gegen Ende hin, das Ende, das hat mir einfach überhaupt nicht gefallen, leider, weil ich fand, die Charaktere haben ja da irgendwie so gehandelt, wie ich sie nicht eingeschätzt hätte. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das tun, was sie so getan haben und das fand ich ein bisschen blöd, weil das einfach nicht zu denen passt und ich fand das nicht so gut und ja, deswegen 3 bis 3,5 Sterne für dieses Buch. Dazu habe ich auch eine Rezension gemacht und die verlinke ich euch auch unten. Es ist auch ein Fantasy-Roman. Es geht um 2 Schwestern und ja, es geht um sehr viel. Es geht quasi darum, dass 2 Zwillingsschwestern in einem Land wohnen, wo die Erstgeborenen nicht über ihr eigenes Leben bestimmen dürfen. Und ja,
irgendwann außer Haus geschickt werden, irgendwohin. Und die Zweitgeborenen dürfen über ihr eigenes Leben entscheiden, aber erst, wenn die Erstgeborenen außer Haus sind. So verbündet sich die jüngere Schwester zusammen mit dem Oberhaupt des Landes irgendwie gegen die ältere Schwester so ein bisschen. Und es geht aber auch ganz viel um Geschwisterliebe und auch um diese Beziehungen zueinander. Und es ist... Ja, es ist irgendwie was Besonderes. Ich finde, also ich kann das so kurz nicht so gut beschreiben. Schaut lieber meine Rezension. Dann habe ich meine allererste Graphic Novel gelesen, und zwar Amulet, The Stonekeeper von Kazuki Buishi. Wie gesagt, meine allererste Graphic Novel, und ich fand sie echt cool. Es war ein bisschen kindlicher, als ich gedacht hatte, aber trotzdem total interessant irgendwie. Also ich finde den Stil auch sehr cool, obwohl ich sagen muss, dass ich es nicht so schön finde, wie die Personen und Menschen gezeichnet sind. Ich zeige euch da gleich mal was. Aber dass ich das Drumherum und die Umgebung und so weiter, das ist immer so richtig schön gemacht. So, ich weiß nicht, ob ihr hier was erkennen könnt. Hier sieht man ganz gut, wie die Menschen da gezeichnet sind. Und ich finde die ja nicht total hässlich, aber auch nicht halt so schön. Aber so das Drumherum, zum Beispiel hier mit diesem Baum und so weiter, das fand ich total cool. Es geht um Emily, und die zieht zusammen mit ihrer Mutter und ihrem Bruder Naven, der hier ist, in ein neues Haus. Denn der Vater ist bei einem Unfall ums Leben gekommen, und die starten jetzt ein neues Leben zu dritt. Ja, aber es kommt dazu, dass die Mutter von irgendeinem Geistmonster, was auch immer, entführt wird. Ja, Emily und Naven folgen ihr in eine andere Welt. Und Emily und Naven folgen ihr in diese Welt und versuchen sie zu retten. Und erfahren da ein paar Geheimnisse über ihren Großvater und lernen diesen Hasen kennen, der ihnen hilft. Und ja, ich fand den ersten Band total cool. Es war halt so ein Einstieg in die Geschichte, und ich bin super, super gespannt, wie es weitergeht. Ich habe auch schon ganz viele andere Bände hier. Ja, und wie gesagt, es ist ein bisschen kindlicher als erwartet. Also es ist eher so middle grade, würde ich sagen. Aber mal sehen, wohin sich das noch entwickelt. Ich habe dem jetzt 4 Sterne gegeben, weil ich es echt niedlich fand und ich es cool fand. Und weil der Stil auch irgendwie echt cool ist. Obwohl mich die Darstellung von den Menschen jetzt nicht so überzeugt hat, finde ich alles andere eigentlich echt cool. Dann habe ich noch Band 6, 7, 8 und 9 von Tokyo Ghoul gelesen, von Tsui Ishida. 6, 7, 8 und 9. Und ich mag es total, wie die Geschichte sich entwickelt. Band 8 war hier mein Highlight, weil ich es total liebe, wie Ken sich entwickelt. Ich finde es so cool, was aus dem wird und generell, was für Charaktere man kennenlernt und so. Die Geschichte ist richtig, richtig cool. Es ist jetzt nicht so, dass es mich mega umhaut, aber ich finde es echt cool und werde es auf jeden Fall weiter verfolgen, und ich werde den Anime dann auch irgendwann schauen. Irgendwann. Ich habe Staffel 4 von Once Upon a Time geguckt, und ich habe auch schon mit der 5. angefangen, und ich mag es einfach echt gerne. Ich liebe diese Serie. Und sonst, ja, wie gesagt, ich war bei Scorch Trials im Kino. Ich habe Alles steht Kopf habe ich im Kino gesehen. Der war so, so, so witzig und so, so, so niedlich. Ich fand den richtig cool. Und sonst? Nö. Sonst gibt's nichts. Dann war's das für das Video, und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!